Hallo Mitspieler, mein Name ist StarLowRiot und ich begrüße euch zur 117. Episode dieses Cities Skylines Snowfall Let's Plays. Ja, haben wir uns so berauschen lassen in den letzten Episoden hier vom Autobahnbau, der langsam beginnt, dass wir das Spiel vergessen haben. Wir haben ja ein Stadion gebaut, durch das neue DLC ist das ja möglich. Ja, und es ist gerade Matchday, es findet ein Spiel statt und ich glaube, da gucken wir mal kurz rein, was da so passiert. Keine Ahnung, wer wir sind. Ich habe keine Ahnung, wer die anderen sind. Da ist der Ball. Das ist der erste, zweite, 64. Wie war es generell? Wie lange geht das Spiel jetzt? Einen ganzen Monat? Ein Verstorbener. Oh, Krawalle im Stadion. Ein Verstorbener. Weg. Ist ja weniger schön. Aber hier ist auch kein Krematorium oder so in der Nähe. War dann irgendwo eine Anzeige, ob schon ein Tor gefallen ist oder so? Oh. Abpfiff. Stadion komplett leer. Was ist jetzt hier draußen los? Mal einfach mal beobachten für die Zukunft. Oh, und ich sollte doch die Zeit wohl nicht laufen lassen, da ich ja hier im Norden eigentlich so gut wie alles unterbrochen habe. Und es gibt ja auch Ecken ohne Strom. Ach, das ist halt so viel gerade. Okay, wir schauen mal rein. Wir haben verloren. Ist ein Ergebnis, so konkret. 10 zu 0, 1 zu 2 und 6.300 Mark haben wir eingenommen. FC Westfield. Das war Rocktail, Westfield. Okay, wir sind die Dunklen hier gewesen. Gut, am 4. Dezember in diesem Jahr gibt es das nächste Spiel. Es sind ja schon wenig Spiele. Wie auch immer. Wie gesagt, hier ist ohne Strom. Dadurch ist hier oben ohne Strom. Und ich denke, er hier oben auch. Nicht gut. War keine gute Idee, mal Zeit laufen zu lassen. Aber egal. Gut, wir möchten gerne die Autobahn weiterbauen. Und da waren wir gerade bei, mit der kleinen Straße vorzubauen. Weil die wesentlich besser einrastet. Und dann zu ersetzen. Achso, und wir hatten ja festgestellt, dass hier eine U-Bahn-Station im Weg ist. Und zwar diese. Gut, die schieben wir dann einfach ein bisschen nach links. Einfach. Als wenn hier irgendwas einfach wäre. Den hier. Na, eine Straße drin müsste an und für sich reichen, oder? So hier. Das wird nicht lang. Hier sind wir wahrscheinlich runtergegangen wegen ihm hier. So, hoch auf 12. Und er macht's nicht, weil Gefälle zu steil. Er würde bis hier bauen und der Rest ist ihm dann zu steil. Warum denn? Oh, ist die hoch und warum ist das so wahnsinnig niedrig? Wir kommen mal von der anderen Seite. Gehen einen Schritt runter. Und dann klappt's auf einmal. Die Station nicht hier löscht Feuer. Das ist natürlich auch nicht gut. Kommen wir da noch irgendwie ran? Oh,
auch das bereits belegt. Der Tunnel rechts stört. Okay. Oh, jetzt hat er ihn hier abgerissen. Ist aber okay. So. Löschen. Hallo, rechte Maustaste. Löschen. Oh, muss ich die ganze Linie wieder neu malen? Ach, come on. Komm hier nicht an diese Station ran. Also an diesen vorgemerkten Punkt hier. Rettungsversuch. Was ist, wenn wir jetzt ihn hier nehmen und ihn hier ranziehen? Hat er... Ach ne, dann macht er was Neues. An die kommen wir überhaupt nicht mehr ran. Also löschen und neu machen. Juhu. Ist ja zum Glück bloß eine waagerechte, ohne große Ausbrecher hier. Hier bräuchten wir auch Strom. So. Das wird dir irgendwann Strom geben in nächster Zeit. Welche war das? Das war die 2, oder? Mal aus. Die 2. Schweren Herzens, aber hilft ja nichts. Warum war da eine dritte? Das hier soll jetzt... Moment, da haut doch irgendwas... nicht hin. 3, eine Haltestelle und das wird hier diese sein, was doch immer da passiert ist. Ja, weg ist er. Gut, dann fummeln wir uns die erstmal zurecht. Du gehst ein rein, dann machen wir den, nimmst einen Tunnel. Und das langt dann nicht. So langt's. Gibt's noch Fragmente, die können wir erstmal wegnehmen. Gut. Dann stampfen wir hier eine neue Linie rein. Kein Sturm. Nicht schön. So, geschlossene Bahn. Sehr gut. Bahn. Wir haben ja keine anderen Probleme als Autobahn. Egal. Müssen wir durch. So. Dann haben wir endlich alles aus dem Weg geräumt und können hier loslegen. Überirdisch würde ich gerne bauen. Warum bist du unterirdisch und warum komme ich jetzt nicht nach oben? So. Muss bloß meckern. 2. Wie viel hatte ich gesagt? 2,79 oder so? Da ist er wieder. Jetzt ist er auf 90. 2,79. Warum? Was ist da los? Den macht er. Oben 90, da 96, unten 90. Aber der ist nicht an der richtigen
Da muss hier einrasten. Ist das hier das Delfinschnäuzchen, was da stört? Ach nee, das ist hier die Nummer. Diese Referenzstraße, die sogenannte. Okay. 90 Grad. 279. Das würde er machen. Oben 90, da 89, 8 und 90. Also wo diese Ungenauigkeiten herkommen, ist mir ein Rätsel. So, haben wir den richtigen erwischt zufällig? Jawohl, haben wir. So, das wird dann Autobahn. Wenn die generelle Autobahnfunktion gegeben ist, also wir den Kreis fertig gebaut haben, werde ich das hier sicherlich auch unter Wasser legen. Weil das ist ja nicht so toll, die Lösung hier. Ja, ist aber auch Zukunftsmusik. So, wir nehmen ihn. Diesmal kommen wir von unten. Hat das eigentlich eine Fahrtrichtung irgendwas? Ja. Versuch schon ein klein bisschen an die Fahrtrichtung zu denken, dass wir die nicht dann wieder umdrehen müssen. So, der wäre 282 eigentlich. Legen wir mal auf die Seite, damit wir mehr sehen können. Da sind es 90. Würde er machen? Das schauen wir uns doch mal an. Ich glaube, dass die einigermaßen parallel verlaufen. Ja. Jiha! So, dann verfolgen wir die nochmal. Ja, sieht zufriedenstellend aus. Ja, das Ding hier ist natürlich was für Feinschmecker mal wieder. Ah, schöne Wetterleuchten im Hintergrund. Okay, müssen wir erstmal so hinnehmen. Denn es geht ja auch weiter. So, ihn hier müssen wir verschieben. Er wird im Weg sein. Großräumig wegnehmen. Die Geschichte hier. Ah, ist noch der Stau vom Spiel. Die fahren alle wieder nach Hause. So, wir haben 22 vom letzten Ring. Also das ist der Bereich, den wir brauchen für die Autobahn. 22. Okay, dann bauen wir hier die Wendeschleife ein bisschen weiter hier hinten auf. Machen auch den Strom kaputt, weil wir haben ja nichts zu tun. Irgendwo unter mir wuselt gerade mein Kater rum. Macht mir uns wuschig.
kann er sowieso erstmal komplett weg. Den nehmen wir dann weg. Wir hauen den Strom raus. Alles, was im Weg sein könnte, was uns die Arbeit erschweren könnte, kommt weg. Weg. So, ein Müllkraftwerk, was verlegt werden möchte. So, und dann sind wir auch schon an der nächsten Achse. Da könnte das einigermaßen reichen hier. Pass auf, dann zäumen wir das Pferd mal von der anderen Seite auf. Wir machen hier eine 5, lässt er uns nicht machen. Das ist eine 5, das ist eine 6. Eine 5, dann ist das eine 9. Eine 4. Oh ne, das war aber ein bisschen zu eng. Und wieder eine 5. Müssen wir freestylen. Das wird dann der sein. Okay. So. Oh, irgendwas stimmt ja an dieser Rechnung nicht. Und zwar, wir haben eine 5. 4. 4. 4. 5. 5? 5, da haben wir schon. Nee, das wird einer zu weit sein. 4. Jetzt noch eine 5, da brauchen wir 3 Zwischenraum, das ist dann ja eine Kreuzung, das müssen wir dann mal wegnehmen. So, das sind 5, okay, dann haben wir hier unsere, Moment, da haben wir eine Auffahrt, Autobahn, Auffahrt. Falsch. Die Auffahrt und dann... müsste hier das Ding rankommen. So. Oder? Nee, also was? Kinders, hallo. Eine Auffahrt zu viel, glaube ich, gebaut. was für ein Scheiß. So, 5. Erste Auffahrt, erste Spur, zweite Spur, Auffahrt. Und dann die Straße außenrum. Na, müsste das eigentlich sein, oder? Das ist er. Ihr beiden bekommt die hier. So, zum Andocken und zum Merken. Ihr kommt weg. Wir beginnen wieder mit ihr. Er hier.
dieser Straße, weil die einfach besser eindockt. Oder andockt. Und was hat er gesagt? 2,78 oder so? Kommt auch genau ungefähr irgendwie hin. Jetzt aufpassen, wo ich hier andocke. Das sieht man ja alles nicht so. Hm. Könnte das die richtige sein? 2,78. Noch einen raus, damit wir gucken können. Das sind 90 Grad, das sind auch 90 Grad. Das sind alle 90 Grad da unten. Kann man ja nicht glauben. Richtig getroffen? Ja, sieht gut aus. Abstände scheinen auch in Ordnung. Okay, dann updaten wir das gleich. Das wird irgendwann unter den Kanal gelegt, so plane ich es jedenfalls. Sehr schön. So, und dann machen wir die andere Seite noch zurück. Mit 282, wenn ich mich recht erinnere. Hm, werden aber auch lange Folgen hier mit bei diesem Projekt. Und soll ja euer Schaden nicht sein. So. 90. Na, nicht verrutschen. Hallo. Was war da los? Hat doch eben, hat er noch gepasst. Da. 90, 282, 90, 282. Gekauft. Dockt doch an der richtigen Stelle an. Dann malen wir eine Autobahn drüber. So ist das heutzutage. Wenn man eine Autobahn bauen will, baut man zuerst eine kleine Straße vor und baut es dann einfach um. So, ich update das hier noch schnell zu Ende und dann machen wir eine kleine Unterbrechung. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Episode auch wieder vorbeischaut. Könnt mich gerne abonnieren. Daumen hoch wäre super klasse. Wenn ihr Fragen, Ideen, Kritik, Anmerkungen habt, benutzt den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.